Durchatmen, zur Ruhe kommen, genießen. Dafür ist sie wie geschaffen, die Insel Mainau im Bodensee. Im barocken Schloss der Insel lebt die Grafenfamilie Bernadotte. Ihren Garten hat sie in ein botanisches Paradies verwandelt, offen für Besucher. Die Mainau ist deshalb natürlich einzigartig, weil sie als Blumeninsel im Bodensee liegt und wir dadurch ein tolles Klima haben, was den Pflanzen sehr gut tut. Natürlich die Perspektiven auf den See raus, diese Blickachsen sind sehr schön, einfach mit Bäumen, Blumen, See im Hintergrund. Einzigartig ist auch der italienische Rosengarten auf der Südseite des Schlosses. Angelegt im 19. Jahrhundert im Barockstil mit duftenden Edelrosen. Und was auch sehr schön ist, wenn man den mit den Fingern diese samtigen Blätter abtastet. Das ist auch so ein wunderschönes Erlebnis. Also man kann sehr gut verstehen, dass Rosen Menschen immer schon fasziniert haben. Über 20.000 Rosenstöcke blühen auf der Insel Mainau. Markus Zeiler wählt zusammen mit drei Gartenplanern die Farbgestaltung für jedes Beet aus. Es kann von Ton in Ton sein bis zu richtig kontrastreich. Und was dann noch sehr wichtig ist, dass man auch auf den zeitlichen Aspekt achtet, weil das Beet eigentlich ständig in Veränderung ist. Wie hier zum Beispiel das Leierkraut kommt noch zur Blüte, während der Leberbalsam schon erste Farbe zeigt. Mediterrane Pflanzen säumen die Blumenwassertreppe aus kostbarem Schweizer Granit und Glasmosaik. Graf Lennart Bernadotte hat das Blumenparadies auf Mainau vor fast 80 Jahren geschaffen. Den Grundstein legte vor mehr als 150 Jahren Großherzog Friedrich I. Er war sehr botanisch begeistert und hat auf vielen Reisen Pflanzen entdeckt, die er spannend fand, die er dann seinem Hofgärtner geschickt hat und ihm gesagt hat, also bitte suchen Sie hierfür einen sonnigen, trockenen Platz und dann werden wir sehen, ob die Pflanze es schafft. So kamen seltene Gehölze aus aller Welt auf die 45 Hektar große Insel in Süddeutschland. Mammutbäume aus Nordamerika, Zedern aus Afrika, Trompetenbäume. Die Baumsammlung, das Arboretum, ist heute ein wertvoller Schatz der Insel. Ja, ich bin ganz gerne im Arboretum, weil die großen Bäume hier eine Ruhe, eine Kraft ausstrahlen. Man kann hier richtig gut entspannen eigentlich, die Stille genießen und auch im Schatten dieser mächtigen Bäume schön wandeln, sage ich jetzt mal. Also wirklich ein sehr ruhiger, harmonischer Ort. Eine weitere Attraktion der Insel Mainau, das Schmetterlingshaus. Rund 1000 Falter schwirren hier zwischen Kakaobäumen und Bananenstauden. Filigrane Zeichnungen, leuchtende Farbspiele der Natur. Damit beeindruckt der Garten Mainaus. Ich liebe ihn deshalb so sehr, weil er einfach die Natur und deshalb die Perfektion ist im Verhältnis für den Menschen. Jedes Jahr erblüht die Insel in anderen Farben. Für den Frühling 2009 sind die Planungen abgeschlossen und 430.000 Pflanzenzwiebeln bereits bestellt. Für die einzigartige Blumeninsel im Bodensee.